Märkte gehen gerne den Weg des größten Schmerzes und das scheint auch diesmal wieder so zu sein, denn trotz schlechtester Nachrichten, die wir auch in der letzten Woche bekommen haben, steigen die Märkte. Schlechte Nachrichten führen nicht mehr dazu, dass die Aktienmärkte fallen, sondern sie gehen nach oben. Und jetzt ist der Weg des größten Schmerzes eben weiter nach oben. Warum? Weil viele, vor allem institutionelle Player am Markt, sich nach unten abgesichert haben, gehen die Märkte weiter nach oben. Werden diese Absicherungen scheinbar unnötig auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind viele eben auch short gegangen und kommen mit ihren Positionen durch steigende Märkte weiter unter Druck. Und so sehen wir noch in dieser Woche aus meiner Sicht Potenzial für weiter steigende Kurse, bevor es dann wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Septembers wieder ein bisschen ungemütlicher wird, saisonal eine ganz miserable Zeit, dann nämlich die schlechteste des Jahres, aber da ist eben noch ein Stück hin. Warum ist die Lage so, wie sie derzeit ist? Goldman Sachs bringt es ein bisschen auf den Punkt. The pain trade is now up. Also der Weg des größten Schmerzes ist nach oben. Morgen kommen ja die US-Verbraucherpreise. Doesn't matter at all, egal was da an Zahlen kommt, so sagt es Goldman Sachs. Und spricht auch davon, dass man Rekord-Call-Volumes in S&P 500-Optionen derzeit sehen würde. Also da spekulieren jetzt viele gerade auf diesen Schmerz. Da werden sicherlich Institutionelle auch Bescheid wissen über die Positionierung anderer. Und da ist eben der Schmerz groß, wenn die Kurse weiter nach oben gehen. Das Goldman Sachs Trading Desk bringt das auf den Punkt. Hier hatte ich diese Grafik schon mehrfach gezeigt. Stock-Puts. Rekordhohe Put-Volumina auf Aktien, einzelne Aktien haben wir seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen. Also man spekuliert, dass einzelne Aktien weiter fallen. Das sorgt in der Regel dann für einen Short-Squeeze, wenn diese Überlegung nicht aufgeht. Hier sehen wir auch, dass institutionelle Investoren sich massiv eingedeckt haben mit Puts, wie wir hier rechts unten in dieser Grafik sehen. Es ist ja ganz selten, dass man zu beobachten ist, dass es mehr Puts als Calls gibt im Optionsbereich. Jetzt sind wir fast pari, was schon ein vergleichsweise extremes Reading ist, wie die Amerikaner sagen. Aber sei es schon, meine Damen und Herren, hier sehen wir eigentlich, dass die Inflation, die Rate Hike Expectations, also Erwartungen, dass die Zinsen weiter steigen, diese sind weiter nach oben gegangen und dennoch steigen die Aktien. Wir haben die Aussagen von Jerome Powell in Jackson Hole gehabt. Klar gemacht, nee, wir werden nicht schnell umkippen, wir werden nicht schnell die Zinsen ansenken, sondern sie erst noch weiter anheben und dann werden wir sie eine Zeit lang da lassen. Das hat die Märkte ja schockiert, aber jetzt sind wir fast schon wieder auf dem Niveau, auf dem wir waren, als Jerome Powell seine Rede gehalten hat. Die Rate Hike Expectations steigen, aber auch der Nasdaq steigt und das nicht nur ein paar einzelne Dickfische wie eine Apple, eine Microsoft, sondern der sogenannte Breath ist extrem stark. Wir haben jetzt das höchste Reading bei den letzten drei Tagen im Breath gehabt. Also die Marktbreite ist wirklich gut, die Marktbreite ist überragend gut. Das zeigt, dass dieser Markt einigermaßen gesund ist, dass es also nicht wieder irgendwie einzelne Schwergewichte sind, die die Märkte nach oben ziehen, sondern es ist wirklich ein breit gefächerter Aufschwung, den wir aktuell sehen. Und das trotz solcher Aussagen, wie wir sie gestern respektive am Freitag noch gesehen haben von Richard Clary, der ehemaliger Fed-Vize, der gesagt hat, die Fed wird die Zinsen auf 4% anheben, komme, was da wolle. Insofern hat Goldman Sachs vielleicht recht, wenn man sagt, die Inflationsdaten, die morgen kommen, die sind eigentlich vielleicht gar nicht so wichtig, denn die Fed wird so oder so die Zinsen auf dieses Niveau anheben, einfach um die Inflation in den Griff zu kriegen, denn ob die jetzt 8,1% ist, wie erwartet, oder 7,9%, macht dann aus Sicht der Fed nicht den riesigen Unterschied. Clary da sagte, Inflation is way too high, also viel zu hoch, bis die Inflation nach unten kommt, wird die Fed nur ein einziges Mandat haben, nämlich die Inflation. Und er hat auch klar gemacht, dass er selber dabei war, als man eben diese fehlerhaften, falschen Prognosen zur Inflation gegeben hat. Und er hat klar eingestanden, es war nicht nur Putin, sondern da sind andere Fehler passiert, die hier zu dieser Inflation geführt haben. The economy is out of balance now. Die Wirtschaft also praktisch aus dem Gleichgewicht. Hier sehen wir nochmal diese Erwartungen, respektive die letzten Inflationszahlen. Zuletzt ja 8,5, niedriger als erwartet. Jetzt 8,5.
8,1 offiziell erwartet. Die Fed hatte, was Sie in der Mitte hier sehen, so einen Realtime-Tracker für das CPI, also für die Inflation, da erwartet man 8,22%. Interessanterweise erwartet die Fed also mehr und das, obwohl, wenn wir uns jetzt hier mal die 90 Tage im Benzinpreis in den USA anschauen, dieser schon massiv gefallen ist, jetzt durchschnittlich 3,69 Dollar. Wir waren im Juni, 11. Juni, waren wir knapp über 5 Dollar. Also das ist natürlich ein Riesensprung nach unten. Dementsprechend auch natürlich Gegenwind für Inflation. Wir sehen hier den Citi Global Inflation Surprise Index. Der ist deutlich nach unten gekommen, nachdem er zwischenzeitlich auf 80 gestiegen war. Da hatte man also lange diese Geschichte total falsch eingeschätzt. Aber jetzt sehen wir, dass die Inflationsdaten sich beginnen abzukühlen, dass wir wahrscheinlich den Peak, zumindest in den USA und in vielen anderen Ländern, in Sachen Inflation gesehen haben. In Europa sind wir da wahrscheinlich noch weit entfernt aufgrund der Energy Prices. Aber jedenfalls ist eben diese Problematik jetzt die, die Fed wird so oder so die Zinsen wahrscheinlich auf 4% anheben, egal wie jetzt eben die Inflationsdaten ausfallen, denn 4% Zinsen ist dann immer noch deutlich weniger als die Inflationsrate dann auch im September, im Dezember wahrscheinlich sein wird. Wenn wir uns jetzt hier mal die Indizes anschauen, sehen wir hier den S&P 500, der in einem nach wie vor intakten Abwärtstrend ist und möglicherweise, wenn wir jetzt hier weiter steigen, so in dem Bereich 4150, das wären ja 75 Pünktchen von jetzt noch, also durchaus noch ein bisschen Strecke. Dann könnte es aber sein, dass wir eine Kopf-Schulter-Formation ausbilden. Unten sehen Sie, dass der MACD kurz vor einem Kaufsignal steht. Also da kann durchaus was passieren. Aber, das ist das große Aber, wir haben wahrscheinlich eine Rezession vor der Tür, auch wenn jetzt die US-Daten zuletzt etwas besser waren als befürchtet. Eine Rezession in Europa praktisch schon sicher, da braucht man gar nicht mehr ein Fragezeichen dahinter setzen, aber in den USA eben noch ein Fragezeichen. Aber wenn wir jetzt hier mal sehen, die Anzahl der CEOs, die in ihren Earnings Calls, also in den Analysten, könnte man sagen Konferenzen, die Konferenzen, die sie mit Analysten halten, nach Vorlage ihrer Zahlen, haben wir noch nie ein so hohes Volumen an dem Wort Rezession gesehen, an das also diese CEOs sagen, wir fürchten, dass da eine Rezession kommt. Dementsprechend wahrscheinlich ist das, wenn alle eine Rezession erwarten, dann ist das auch eine Art self-fulfilling prophecy. Und wir sehen jetzt auch Öl zum Beispiel unter Druck in diesem Chart von Capital.com, weil wir hier die steigende Spekulation haben, die steigende These haben. Immer mehr Leute davon ausgehen, dass die globale Nachfrage sich abschwächt. China ja wieder mit Reiserestriktionen etc. Und ja, Covid einfach ein Riesenthema, Rate Hikes ein Riesenthema, also steigende Zinsen belasten die Konsumenten dadurch wird und Firmen, dadurch weniger Nachfrage. Dann haben wir auf der anderen Seite Abschwung am Immobilienmarkt, hier etwa in den USA dürfte es in Sachen Preise wohl so um und bei 15% nach unten gehen, wenn wir jetzt hier die Frühindikatoren mal mit einberechnen. Wir sehen auch in ehemaligen Highflyer Immobilienmärkten wie Sydney in Australien, Auckland, Stockholm, Toronto, da fallen die Preise bereits. Also wir sehen, dass diese Party offenkundig jetzt vorbei ist und fallende Immobilienpreise heißt dann für viele eben auch fallende Vermögen. Wir sehen hier den US Household Net Worth ist so stark gefallen wie never ever before im zweiten Quartal, aber wir sehen natürlich auch, wie stark das vorher zugelegt hatte. Durch Stimulus-Checks, durch steigende Aktienmärkte, durch steigende Immobilienpreise sind die Leute immer reicher geworden. Jetzt sehen wir, dass die Aktienmärkte im zweiten Quartal unter Druck gekommen waren. Jetzt auch die Immobilienmärkte vielleicht nicht mehr so super laufen. Und dementsprechend wird die ganze Geschichte schwieriger. Wir haben die EZB, die ein wesentlicher Treiber dieser Rallye ist, obwohl sie die Zinsen um 0,75% angehoben hat, also einen sehr großen Schritt gemacht hat und obwohl sie angekündigt hat, wir werden weiter stark die Zinsen anheben, denn gerade weil die EZB die Zinsen anhebt und damit die Befürchtungen ein bisschen konterkariert, dass der Dollar immer stärker aufwertet, ist es so, dass wir eben jetzt sehen, dass der Dollar sich abschwächt und abschwächender Dollar ist steigender S&P 500, ist steigende Aktienmärkte und umgekehrt fast 1:1 derzeit diese Korrelation über 90%. Also sorgt die EZB, ich hatte es am Freitag
im Markeflüster so bezeichnet, indirekte oder direkte für die Rallye der Aktienmärkte. Und schauen Sie sich das mal an, vor allem aus Europa fließt Geld ab wie noch nie. Das ist der größte Geldabfluss in Sachen ETFs aus europäischen Aktienmärkten, vor allem beginnend dann im Februar. Da geht es dann richtig los, aber jetzt September 2022, massive Abflüsse, die wir hier sehen, dagegen Zuflüsse, vor allem in die USA, die wir hier gesehen haben. Liegt auch natürlich an der extrem intelligenten Energiepolitik, etwa der deutschen Regierung. Dieses Voodoo-Konstrukt, das man da macht, wird schon irgendwie laufen. Ich hatte vorhin schon diese oder zuletzt schon mal diese Grafik gezeigt. Deutschland ist so CO2-intensiv derzeit, wie man die Stromerzeugung macht, wie wahrscheinlich never ever before. Man ist eines der schmutzigsten Länder. Jetzt schauen wir mal nach Großbritannien. Da hat Liz Truss jetzt einen Plan verkündet. Man wird neue Lizenzen für Öl und Gas vergeben, um die Produktion in der Nordsee anzuheben. Man wird den Bann für Fracking aufgeben. Man will mehr Atomkraftwerke bauen und gleichzeitig langfristig die Erneuerbaren immer mehr ausbauen und stärken. Das heißt, man muss vielleicht unterscheiden zwischen kurzfristigen Maßnahmen, nochmal jetzt, eben aufgrund dieser massiven Probleme, die komplett unsere Industrie zerstören kann, versuchen zu kriegen, was man kriegen kann an Energie, damit man über diese Zeit kommt und dann gleichzeitig eben mit den Erneuerbaren dann langfristig eben eine weniger fossile Zukunft anstreben kann. Und das scheint mir gesunder Menschenverstand zu sein hier. Die unsere Regierung, die hofft auf Wunder. Jetzt gibt es dann das Bundesamt, das hier schon mal erklärt, wie man sich schützen kann vor dem Blackout, Kerzenkleidung, Campingkocher, gell? Na, also da sind wir dann gut vorbereitet, wenn das kommt, was zu befürchten ist, aufgrund der intelligentesten Energiepolitik der letzten 5000 Jahre. Schauen wir jetzt mal in die Ukraine, für uns ja auch wichtig. Hier sieht es wirklich so aus, als dass die Russen ein Problem bekommen, die Ukrainer mit dem deutlichen Vormarsch. Jetzt sehen wir dann auch so Leute wie Kadyrov, der tschetschenische Präsident, der die russische Kriegsführung kritisiert und sagt, da ist keine Strategie, wir haben keine Strategie. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Gegner Putins, sondern einer, der immer solidarisch und loyal Putin gegenüberstand, der jetzt unruhig wird, offenkundig. Alles schiefgelaufen, Moskauer Abgeordnete fordern Putins Rücktritt. Das ist eine neue Wendung, das ist schon ein Gamechanger. Der Krieg scheint nicht gut zu laufen aus russischer Sicht. Und das bringt Putin natürlich ein Stück weit in Bedrängnis. Denn Stärke ist seine Legitimation. Wenn er jetzt Schwäche zeigt, indem dieser Krieg nicht gut läuft, ich will jetzt nicht von Verlieren sprechen, ist alles nach wie vor ja relativ undurchsichtig, aber es scheint nicht wirklich gut zu laufen, darauf kann man sich wahrscheinlich einigen, dann hat er natürlich ein Legitimitätsproblem und die Frage ist, naja, was kommt dann? Erstens dürfte sich der Krieg radikalisieren, wahrscheinlich dürfte Putin jetzt dann auch diesen Begriff für militärische Spezialoperation fallen lassen, der ja so ein bisschen kaschieren sollte, worum es sich wirklich handelt. Also wird er vielleicht eine generelle Mobilmachung ausrufen, um eben sein Defizit an Soldaten hier auszugleichen. Oder es gibt eben einer, der noch radikaler ist als Putin und sagt, wir müssen diesen Krieg viel radikaler führen als bisher. Also das ist das Risiko, das wir jetzt auch haben. Je besser die Lage für die Ukraine, umso gefährlicher dürften die Reaktionen aus Moskau dann sein. Gefährlich auch, was wir hier von Indien sehen. Da gibt es jetzt Exportstopp von Reis, bis auf Basmati-Reis. Und das ist insofern ein Problem für die Welt, als 40% der weltweiten Reislieferungen aus Indien kommen. Also auch hier eine Situation, die jetzt weniger für Deutschland, aber für viele Länder, die auf Reis angewiesen sind, ein richtiges Thema sein wird. Thema Fed, EZB-Rezession, wie ist da die Lage? Ein Artikel von Wolfgang Müller, der wieder dieses ganz große, ganz großartige Panorama entwirft. Wenn Sie wissen wollen, wo stehen wir, warum stehen wir da und was kommt, dann lesen Sie diesen Artikel. Erste Empfehlung, zweite Artikel, Empfehlung, Benzin noch billiger, Diesel teurer als direkt vor Start des Tankrabatts. Erste offizielle Daten, wie sich jetzt hier die Preise an den Tankstellen vor und nachher nach Ende des Tankrabatts entwickelt haben. Also zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Jetzt empfehle ich mich und sage Servus und Ciao.